Hiermit begrüße ich Sie im Namen von CapTrader einmal ganz herzlich zu diesem Kurzvideo. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Werte suchen und anschließend handeln können. Ich starte hier jetzt einmal aus dem Portfoliofenster heraus. Als erstes klicke ich oben rechts auf das Suchen-Symbol und hier kann ich dann das Symbol oder die ISIN von dem Wert eingeben. Ich gebe jetzt hier einmal AAPL ein für Apple und klicke dann unten rechts auf Suchen. Dann wird mir hier direkt der Wert an verschiedenen Börsen angezeigt. Ich wähle jetzt hier einmal die Apple-Aktie an der Nasdaq. Dafür klicke ich hier einmal auf Aktie und dann werden mir hier auch direkt schon verschiedene Informationen zu dem Wert angezeigt, wie zum Beispiel oben links der Geld- und der Briefkurs und ganz oben nochmal das Symbol und der Handelsplatz. In der Mitte kann ich auch beispielsweise den Chart noch sehen. Um den Wert jetzt zu handeln, klicke ich einmal unten links auf Kaufen. Dort öffnet sich dann direkt ein neues Order-Ticket. Oben links sehe ich beispielsweise noch den Geld- und den Briefkurs und um mir den Chart anzeigen zu lassen, kann ich hier einmal links zur Seite wischen und dann kann ich mir hier nochmal den Chart anschauen. Ich gebe jetzt hier einmal die Menge ein, die ich kaufen möchte. Ich wähle einmal 25 Stück und klicke dann unten auf Enter. Darunter wird mir dann auch der ungefähre Wert in US-Dollar angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem Cash-Konto gegebenenfalls noch die Währung konvertieren müssen, um in einer Fremdwährung zu handeln. Darunter wähle ich dann den Ordertyp aus. Ich nehme hier jetzt einmal Market, das heißt, dass die Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt wird. Darunter habe ich dann noch die Möglichkeit, eine Bracket-Order anzuhängen, um eine Gewinnmitnahme zu ermöglichen und mögliche Verluste zu begrenzen. Dafür klicke ich jetzt hier einmal auf Anhängen und kann dann hier bei Gewinnannahme anhängen einmal auf das Häkchen und dann kann ich hier meinen Limitkurs für die Gewinnnahme eingeben. Darunter kann ich dann auch die Gültigkeitsdauer für diese Limitorder auswählen. Ich wähle jetzt hier einmal Gürtel Cancel, das heißt, dass die Order bis zum nächsten Quartal gültig ist. Dort drunter kann ich dann auch noch meinen Stop-Loss anhängen. Da klicke ich auch einmal auf das Häkchen und gebe hier meinen Stop-Kurs ein, um mögliche Verluste zu begrenzen. Darunter wähle ich wieder die Gültigkeitsdauer Gürtel Cancel. Hier unten rechts habe ich dann noch die Möglichkeit, mir eine Order-Vorschau anzeigen zu lassen. Dort sehe ich dann den Gesamtbetrag der Order in US-Dollar und auch einmal meine Margin-Auswirkungen. Um die Order jetzt zu platzieren, ziehe ich einmal unten diesen Slider. Jetzt erhalte ich hier die Meldung, dass ich nicht über Live-Marktdaten verfüge, sondern mir 15 Minuten verzögerte Kurse angezeigt werden. Die Order wird dennoch immer zum aktuellen Kurs ausgeführt. Das heißt, durch diese zeitliche Verzögerung besteht immer ein gewisses Risiko. Wenn Sie die Order trotzdem übermitteln möchten, können Sie das Ganze einmal hier mit Ja bestätigen. Ich erhalte diese Meldung jetzt noch zweimal, einmal auch für meine Limit und für meine Stop-Order. Da klicke ich hier jetzt beide Male auch auf Ja. Und erhalte ich hier dann auch direkt die Bestätigung, wann die Limit und die Stop-Order storniert werden. Hier sehe ich auch nochmal mein Order-Ticket. Ganz unten kann ich auch noch meine Limit und meine Stop-Order sehen. Hier sehe ich das Ganze auch nochmal im Chart. Meine Limit und meine Stop-Order sind hier auch angezeigt. Und das Ganze kann ich mir hier im Menü auch einmal unter Orders und Ausführungen anzeigen lassen. Dort sehe ich meine beiden Orders noch aktiv. Da ich eine Market Order gewählt habe, wurde diese auch bereits übermittelt. Das heißt, wenn ich jetzt in mein Portfolio schaue,
dann sehe ich hier oben auch direkt meine 25 Apple-Aktien in meinem Portfolio. Und somit wissen Sie jetzt, wie Sie über die mobile App Werte finden und handeln können. Damit danke ich Ihnen im Namen von CapTrader einmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.